2 Tage kreative Pause und heute geht es trotzdem weiter mit dem nächsten Part des Let's Plays. In meiner kreativen Phase ist mir eine ganze Menge zu Kopf gekommen und ich habe wieder Pläne geschmiedet, die ich selber noch nicht so ganz glauben kann. Wir haben vor, ein riesiges Lagersystem zu bauen, das ist ja schon länger klar. Ein Lagersystem, wo für die nächsten 3 Jahre Platz ist für Items und wir das auch nicht erweitern müssen, sondern es wirklich ausreicht. Dafür brauchen wir eine ganze Menge Platz. Aber bevor das alles kommt, muss erstmal der erste Schritt erfüllt werden und zwar das Eisen. Seit mittlerweile 4 Folgen oder jetzt in der 4. Folge sind wir dabei, diese Eisenfarm zu bauen und sie zu perfektionieren, dass sie wirklich perfekt funktioniert und heute geht es weiter. Wir sind in der letzten Folge dastehen geblieben, dass noch vielleicht ein paar Bugs im Raum standen und wir auch noch das Sortiersystem bauen mussten, aber sonst war eigentlich alles fertig. Das dachte ich bis zur letzten Folge auch noch. Beziehungsweise habe ich es eigentlich so gehofft, dass alles fertig ist. Dass es in der heutigen Folge mal wieder ein paar Bugs gibt, ein paar Unregelmäßigkeiten, die echt wieder unfassbar viel Zeit gekostet haben und ob am Ende die Farm überhaupt funktioniert, weil vielleicht Chunk Loading Systems nicht mehr funktionieren oder die Villager nicht genug schlafen. Ob das alles am Ende wirklich funktioniert, ob sich die zahlreichen Stunden, ich würde es fast an die 100 Stunden zählen, sich auszahlen oder ob wir das alles vergessen können. Das seht ihr heute. Außerdem erkläre ich euch jetzt gleich erstmal von meinen neuen, viel zu großen Planungen. Ich wünsche euch viel Spaß, Leute. Es ist lange her, für euch, sowie für mich. Lange habe ich nicht mehr gezockt. Ich habe jetzt so 2 Tage, ich würde es kreative Pause nennen. Kann man das so nennen? 2 Tage eine kleine Zockpause gemacht, wo ich mich auch um Real-Life-Stuff gekümmert habe und so. Heute wird hier wieder reingesuchtet. Wir müssen ja hier bei dieser Eisenfarm auch noch die Sortiermaschine verredstone und diese Bugs hier beheben. Ich hoffe, ich finde da heute eine Lösung für. Ich werde einfach mal gucken, vielleicht fängt sie auch einfach wieder so an zu laufen wie beim letzten Mal. Ich habe euch ja gerade von meinen 2 Tagen kreativer Pause erzählt, in Anführungszeichen. Ich habe Pläne gemacht für dieses Projekt, wo ich mir selber noch nicht sicher bin, ob ich eigentlich verrückt bin oder nicht. Wenn ich das sage, hat das was zu heißen. Glaubt mir, das hier ist für mich Normalität, das zu bauen, das ist kein Ding. Aber bei dem, was ich vorhab, was ich jetzt mir in den Kopf gesetzt habe und was ich dann auch durchziehen werde, da muss ich sagen, wird's grenzwertig. Am Anfang dieser Folge, wie gesagt, werden wir uns heute hier drum kümmern. Danach schauen wir mal, was uns weiter verleitet, wie wir das hier weiter angehen. Letzten Endes brauchen wir noch eine Baumfarm und das A und O. Ein Lagersystem. Nach 160 Folgen ein Lagersystem ist vorteilhaft. Und ich werde jetzt mal zu einem Ort fliegen, wo ich vorhabe, dieses Lagersystem zu bauen. Ich sage euch im Voraus, ihr müsst jetzt ein bisschen zuhören, um die Pointe zu verstehen. Passt auf, hier ist unser Bauspot, okay? Ihr wisst ja, ich habe hier noch eine ganze Menge vor. Hier sind riesige Planungen für diesen Bauspot. Hier wird auch definitiv, das wird die heftigste Stadt, die ihr in Minecraft gesehen habt, glaubt mir. Jedoch brauchen wir ein Sortiersystem. Sortiersysteme haben viele Trichter, heißt Lags. Vor allem in der Größe, wie ich es bauen werde, werden es unfassbare Lags. Beim PC wird ackern ohne Ende. Das hier in dem Stadtgebiet zu haben, wäre natürlich die Hölle, ne? Lags in einem Stadtgebiet wäre einfach scheiße. Will man nicht. Meine Planungen gingen dann so weit, dass ich gesagt habe, yo, wir werden das Lager weit weg von unserer Stadt bauen. Es wird wirklich ein riesiges Lager. Und irgendwie müssen wir das Ganze ja verkleiden. Heißt, es kommt sehr weit weg von der Stadt. Über den Nether werden wir das dann wieder verbinden, ne? So wie alle Nether-Verbindungen. Ich habe Pläne geschmiedet, die ich euch nicht beschreiben kann. Passt auf, meine kreative Ausfaltung hat in den letzten 2 Tagen eine Entwicklung erreicht, die ich selbst nicht mehr für gut heißen kann, die aber leider jetzt fest in meinem Kopf ist. Und wenn sowas in meinem Kopf ist, dann muss ich das auch so machen, wie es in meinem Kopf ist, weil sonst funktioniert mein Leben nicht. Und ich habe mir was in den Kopf gesetzt, was echt unfassbar, unglaublich, und ich verstehe es selber auch eigentlich gerade gar nicht, was ich hier euch gerade gleich sagen, vorstellen, zeigen will. Ihr seht ja diesen Chunk-Abteil hier, ne? Chunk, diese Chunks. Diese ganze Menge. Ihr seht, es ist eine ganze Menge Platz. Was, wenn ich euch sage, dass das Sortiersystem hier hinkommt? In der Oberwelt, ne? Nicht im Untergrund, sondern oben. Es kommt oben hin, wir werden es in der Luft im Prinzip bauen. Dieses Sortiersystem, das sieht doch voll scheiße aus. Das sieht doch voll scheiße aus, wenn du das hier in die Luft baust. Heißt, wir müssen irgendwas außenrum bauen um das Sortiersystem. Das wird ein riesiges Sortiersystem. Wie gesagt, das wird ein Sortiersystem, wo ich weiß, dass ich in den nächsten 3 Jahren das nicht erweitern oder umbauen muss. Weiß gar nicht, wie ich darauf hinleiten soll. Das wird riesig. Wir werden hier eine ganze Menge Zeit verbringen. Ich werde erstmal das Sortiersystem bauen und danach geht es an ein Projekt. Ja. Wo ich einfach nur selber lachen kann. Merkt euch mal kurz das hier, okay? Wir merken uns das kurz und wir sehen uns jetzt nach dem Jump in einer anderen Welt wieder. Bis gleich. Ich,
Ich habe ein bisschen im Internet, früher schon vor anderthalb Jahren, die Map habe ich vor anderthalb Jahren circa gedownloadet, geguckt nach coolen Gebäuden, die man sich mal angucken kann. Ich versuche, den Bilder von diesem Gebäude zu finden. Ich will diesen Bilder groß machen. Dieser Bilder wird überall verlinkt sein. Ihr werdet ihn überall finden. Ich werde auch immer wieder betonen, dass ich das nicht selbst gebaut habe. Ja, das ist kein Haus, was ich gebaut habe. Ich habe es mir nur gedownloadet und wir werden es so, wie ihr es gerade seht, und das ist krank, wie ihr es gerade seht, in Survival nachbauen. Ich weiß nicht, ob ich es euch zeigen soll. Ich würde am liebsten weinen, wenn ich daran denke, dass ich mir solche Planungen in den Kopf gesetzt habe und ich auch weiß, dass ich sowas durchziehen werde. Habt ihr euch den Screen von gerade eben relativ eingeprägt? Wenn nicht, spult nochmal zurück, guckt ihn euch nochmal an und dann kommt nochmal an die Stelle, die jetzt im Video kommt. Ich zeige es euch einfach. Lasst es auf euch wirken. Ja, das steht gerade wirklich so hier. Und ja, wir werden das Ding, das dort, in Survival Minecraft nachbauen. Ihr werdet euch jetzt genauso wie ich denken, Bruder, was hast du dir vorgenommen? Was denkst du dir dabei? Wie willst du dieses Haus, also in Survival Minecraft nachbauen? Wir werden es in Survival Minecraft nachbauen. In diesem Haus, was ich euch nicht zeigen kann, leider, weil das Haus einfach voller Stein ist. Aber in diesem Haus wird dann das Lagersystem sein. Hier wird ein riesiges Nether-Portal hinkommen. Ne, das ist eine andere Player-Welt jetzt. Das kommt dann auf die Singleplayer-Welt. Hier kommt ein riesiges Nether-Portal hin, wo man im Prinzip dann aus dem Nether hier reinkommt, dieses Haus sieht mit einem Voranwesenshof und dann geht man in das Haus rein und dort ist das Sortiersystem. Dieses Haus, dieses Sortiersystem, was ich vorhabe zu bauen, das schafft man nicht in einer Folge. Das schafft man auch nicht in 2, 3, 4, 5 Folgen. Ab jetzt, werden wir Sachen in Minecraft bauen, die ihr euch selber nicht vorstellen könnt und ich kann es mir auch noch nicht vorstellen und es wird krank. Aber ich kann einfach nur sagen, stellt euch dieses Haus einmal in dieser Landschaft vor. Aber ich würde sagen, da die ersten Schritte dafür noch gemacht werden müssen, seht ihr jetzt eine kleine Zusammenfassung. Ich werde mal versuchen, die Bugs zu fixen. Und ich werde schon mal das Redstone verlegen, um die Sortiermaschine im End im Prinzip funktionell zu machen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. So Leute, wir haben danach erstmal das automatische Lager endlich beendet, damit wir am Abend endlich einen Testlauf machen können, wie viel Eisen die Farm doch produziert. Und dann gab es ja noch ein paar Bugs zu fixen. Und zwar, dass 3 der 6 Farmabteile hier überhaupt nicht funktioniert haben. Dann habe ich mal versucht, wie es denn aussieht, wenn wir einfach Blöcke zwischen den Zombies und den Villagern setzen. Ob die Villager dann anfangen zu schlafen und somit vielleicht Eisengolems produzieren, wenn ich sie wieder abbaue. Und wie das dann funktioniert hat und ob das überhaupt funktioniert hat, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Also Leute, nach langer Tüftelei habe ich es jetzt endlich herausgefunden und ja, das Problem, warum hier keine Eisengolems spawnen und warum manchmal die Farmen nicht funktionieren, liegt einfach daran, dass die Villager scheinbar im End nicht genügend schlafen. Ja, ihr habt richtig gehört, Alter. Die scheiß Villager schlafen einfach im End nicht genug. Bedeutet, sie legen sich, wenn für sie Nacht ist, nicht ins Bett durch diese Zombies, die sie durchgehend bedrohen. Und daher ist das Problem, dass Eisengolems nicht mehr spawnen. Lösung dafür, ganz einfach, geklärt, kein Problem. Ich werde jetzt einfach hier drumrum, wie ihr gerade eben schon gesehen habt, überall bei allen 6 Farmen so eine Barriere bauen. Diese Barriere werde ich abbauen, sobald die Villager genug geschlafen haben. Danach werde ich mich hier AFK stellen und das machen wir dann erstmal bis morgen früh oder so. Was dann da am Ende rauskommt, da bin ich wirklich gespannt. Und ab diesem Fehler, dass 3 der 6 Farmen nicht funktioniert haben, war unsere Pechsträhne in diesem Video geboren. Wir haben dann, wie ihr hier seht, erstmal bei allen 6 Farmen diese Barrieren gebaut, damit alle Villager einmal schlafen und dann habe ich sie auch gleichzeitig wieder abgebaut. Weil wenn die Villager geschlafen haben, können sie jetzt wieder von Zombies verängstigt werden und somit Eisengolems spawnen. Natürlich habe ich mich dann erstmal Ewigkeiten wirklich AFK gestellt. Um genau zu sein, habe ich über die Nacht mein PC angelassen und von 0.05 Uhr bis 6.20 Uhr am Morgen, also 6 Stunden plus minus, stand ich AFK. Und als ich dann morgens auf die Welt gegangen bin, um mir anzugucken, was so passiert ist, ist das passiert, womit ich wahrscheinlich am wenigsten gerechnet hätte. Denn tatsächlich sind einfach unsere scheiß Trichterkapazitäten überfüllt gewesen. Die Trichter konnten wirklich nicht das ganze Eisen und die ganzen Rosen aufsammeln. Hieß zugleich, wir standen wahrscheinlich von den 6 Stunden, 5 Stunden einfach umsonst AFK rum und da sind abertausende Eisendrops despawned. Und zu welchem Entschluss ich danach gekommen bin, das habe ich euch danach direkt erzählt. Ja, auf jeden Fall. Ihr habt gerade gehört, ich habe dann mein PC heute Nacht laufen lassen und in der Zeit ist auch eigentlich
eigentlich eine ganze Menge zusammengekommen. Problem ist, wie soll es auch anders sein? Hatten wir mit der Farm wieder mal eine ganze Menge Bugs, die ich jetzt erstmal fixen muss, bevor ich irgendwas anderes mache. Problem Nummer 1 ist, wie gesagt, die Villager haben einfach immer noch das Problem, warum auch immer, dass sie zu wenig schlafen. Ich werde einmal jetzt eine Clock bauen, die wir auch übrigens brauchen, um die 1.16, um das in der 1.16 genauso möglich zu machen, dass die Farm immer noch so worked wie jetzt. Ich werde die Clock jetzt bauen, beziehungsweise das System dafür bauen, dass im Prinzip die Zombies von den Villager nicht mehr erkannt werden und die Villager dann kurz Zeit haben, um zu schlafen, weil sie schlafen zu wenig und deswegen spawnen irgendwann keine Eisengolems mehr. Außerdem, das größte Problem, was ihr ja gesehen habt, wir haben einfach das feststehende Problem, dass die Hopper-Kapazitäten, die Hopper, der Speed der Hopper, also wie schnell die Sachen einsammeln und aussortieren, der ist einfach zu langsam. Also wir kriegen zu viele Items, damit die Hopper sie rechtzeitig aufsammeln können. Und man bleibt bei dem Unloading-System auf der falschen Seite manchmal stehen. Was ich schon gesehen habe in 1.16. In der 1.16 ist einfach das Problem, dass es mit dem Portal eh nicht mehr so gut funktioniert, leider. Ich denke mal, dann werde ich mich einfach so hier AFK stehen, weil ihr seht ja, auch wenn ich nur so AFK stehe, produzieren die echt unmassig viele Eisengolems. Trotzdessen will ich die Farm einfach erstmal abschließen, dass das alles funktioniert. Eine Clock bauen, damit die Villager schlafen können, wenn sie schlafen wollen. Und halt weiter Eisengolems produzieren. Das ist jetzt der Plan. Ich bin ein bisschen müde. Aber wir ziehen es jetzt trotzdem durch. Danach habe ich erstmal auf unser Testfeld rumprobiert, wie ich es überhaupt bauen kann, damit es überhaupt funktioniert. So Leute, ich habe mich jetzt hier schon um die Bugfixes gekümmert. Und zwar ist hier eine Trichterclock mit, ich glaube, 12 Items in TUS. Ja, exakt 12 Items. Das ist ein 5-Sekunden-Tick im Prinzip. Bedeutet, alle 5 Sekunden wird einmal ein Block über die Zombies geglitscht. Und in der Zeit können die Villager schlafen. Bedeutet, die Villager schlafen genug und produzieren daher auch genügend Eisengolems weiterhin. Diese Clock läuft einfach durchgehend, also wirklich durchgehend. Ich habe auch gecheckt, nein, diese Clock reduziert keine Drops, die wir bekommen. Es werden trotzdem weiterhin alle Eisengolems so gespawnt, wie sie gespawnt normal, also wie sie normal auch spawnen würden, ob da jetzt der Block ist oder nicht. Heißt, das werden wir jetzt auf die Singleplayer-Welt übertragen. Viel Spaß. So Leute, dann war es soweit. Der letzte Part der Farm wurde getan, die Bugs wurden gefixt und jetzt habe ich nur noch den Beacon abgebaut, habe die Schalkerkisten genommen, die schon mal in die Oberwelt gebracht und alles relativ aufgeräumt. Jetzt kam der ultimative Test auf mich zu. Es war abends, ich habe einfach meinen PC wieder über Nacht laufen lassen und tatsächlich nicht nur über Nacht, sondern auch währenddessen ich dann in der Schule war, lief er den ganzen Tag einfach durch. Das waren 18 Stunden AFK-Zeit, die wir verbracht haben. 18 Stunden bei der Farm klingt ganz gut. Wir haben das Chunk-Unloading-System nicht benutzt. Einfach aus dem Grund, da ich in Zukunft nicht benutzen werde und da es einfach auch buggy as fuck ist. Aber das Ergebnis nach 4 Folgen, nach 4 unfassbar harten Folgen mit dem Bau, mit allem drum und dran, das Ergebnis daraus. Seht ihr jetzt, ich wünsche euch viel Spaß. Es ist soweit. Ich stand jetzt viel zu viele Stunden AFK, ich werde es euch gerade erzählt haben. Und jetzt befinden wir uns hier. Wir haben nicht mit dem Unloading-System gearbeitet, weil das Unloading-Chunk-Ding da einfach buggy as fuck ist. Und ich hätte so eine lange Zeit, die ich jetzt hier AFK stand, die mein PC durchlief, das hätte gar nicht funktioniert, ohne dass hier irgendwelche Bugs auftreten bei diesem System. Weswegen wir auch um einiges weniger Eisen gemacht haben, muss ich dazu sagen. Aber ich habe schon zwischendurch, ich habe gestern Abend, es ist jetzt 16.45 Uhr und ich habe gestern Abend, so 23 Uhr, habe ich schon mal reingeguckt. Da war schon eine echte Menge drin. Jetzt schauen wir mal. Nach 4, okay, ich weiß nicht, was er da macht, aber nach 4 Folgen Bau, 4 Folgen heiklem Hin und Her, 4 Folgen Tüftelei, haben wir es endlich geschafft. 4 Folgen, das sind glaube ich 3,5 Wochen, die wir jetzt hier dran sitzen und endlich funktioniert das ganze System
ohne Bugs, ohne dass ich mir irgendwas denken muss, auch wenn wir dann auf die 1.16 updaten in der nächsten Folge übrigens. Ab der nächsten Folge werden wir die 1.16.2 auf der Welt vertreten und uns das mal angucken. Auch in der 1.16.2 wird dieses System, wie es jetzt hier steht, funktionieren. Denn in der 1.16.2 funktioniert nur das Unloading-System nicht. Und das Unloading-System haben wir ja hier heute in diesem Testversuch der Farm auch nicht benutzt. Guck mal rein, wie viel Mohn hier drin ist. Und ja, jetzt die Frage, wofür brauchst du so viele Bloom-Villagen? Ich kann es hier kurz mal einblenden. Man kann mit einem Villager traden, der roten Farbstoff gegen Emeralds verkauft. Jetzt können wir natürlich hier mal, kann ich das mal euch kurz zeigen. Zack, haben wir eins der roten Farbstoff. Bedeutet, mit unserer Villager Trading Hall, die wir ja gebaut haben, hätten wir jetzt hier einen Stack Emeralds. Ja, wir sind einfach OP, Digga. Was soll ich euch sagen? Ja, und die hier sind auch voll. Und hier geht's auch schon mit dem Eisen los. Denn hier hat irgendwie noch irgendein Bug existiert noch, dass die Sortiermaschine irgendwie hier nicht richtig funktioniert. Keine Ahnung. Und hier seht ihr auch, die Kisten mit Eisen sind einfach full. Jetzt geht's an das Spannendste. Wir standen eine ganze Menge AFK. Wir haben ganz, ganz lange hier drauf hingearbeitet. Und jetzt interessiert es mich echt, wie viel. Also ich habe schon mal zwischendurch reingeguckt. Und mal gucken, wie viele Double Chests hier voll sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ab hier habe ich nicht mehr reingeguckt. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Hört es dann irgendwann auch auf? 38 Doppelkisten. 38 Doppelkisten. An Eisen. Voll. 38 Doppelkisten. Wir werden dieses Eisen definitiv brauchen, vor allem für dieses riesige Sortiersystem, was ich euch ja am Anfang der Folge erklärt habe. Wir werden es auf jeden Fall brauchen und damit werden wir nächste Folge auch loslegen, wenn wir in der 1.16.2 sind. Damit geht es in der nächsten Folge direkt los. Die Planungen sind riesig. Der Stuff, den wir jetzt bekommen, ist auch riesig, Louis. Und ab jetzt, wir haben die Villager Trading Hall gebaut. Wir haben die Creeper Farm, die Gunpowder Farm gebaut. Wir haben die Hexenfarm gebaut. Wir haben die Eisenfarm hier gebaut. Und das alles hatte das Ziel, dass wir ab jetzt sagen können, yo, ich brauche nur noch eine Baumfarm und dieses automatische Sortiersystem, was gleichzeitig ein riesiges Bauprojekt wird. Das ist einfach unfassbar geil, weil danach können wir mit unserem Stadtprojekt anfangen, worauf ich schon ewig hinarbeite. Und damit geht's dann los und ich bin einfach unfassbar hyped. Wir haben 38 Doppelkisten Eisen und ich sage euch, dass wir dieses ganze Eisen verbrauchen werden. Zu 100% werden wir diese 38 Doppelkisten Eisen benutzen. Und wir können einfach jederzeit ohne Bugs, ohne irgendwas hierher kommen. Die Glock regelt alles. Wir können einfach uns hier reinstellen, hier hinstellen und bam, es funktioniert. Es funktioniert einfach. Es ist einfach krank. Und ebenfalls dieses Stückchen Land werdet ihr in den kommenden Folgen, in den kommenden Parts noch sehr, sehr oft sehen. Jungs, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns in 6 Tagen um 17 Uhr wieder zum nächsten Part. Und ja, bis dann. Und ich muss die Dinger loswerden. Scheiße, Mann.